Hi, ich grüße euch. Heute sage ich euch, wie Sie ein Objekt mit Blender drehen können und wir öffnen ein neues Projekt hier, wo wir ein paar Dinge zeigen können, damit wir drehen können. Also das neue Projekt ist schon da und wir können zum Beispiel einige Objekte anfügen, wie zum Beispiel ein Bonus können wir anfügen. Und mit dem Vektor S oder Skalieren haben wir die Möglichkeit einfach zu skalieren, wie wir einfach haben wollen, ob unsere Y-Achse, X-Achse ist hier, unsere Z-Achse ist auch da. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Perspektive einfach zu ändern. Entweder wir drücken einfach 5 und dann wird die Perspektive geändert. Oder wir können zum Beispiel sagen, ja, wir drücken einfach auf Ansicht und dann 5 drücken wir. Das ist im Auto. Und Sie können einfach besser sehen. Und wenn Sie rotieren wollen, dann haben wir die Möglichkeit einfach hier entweder auf Rotieren zu drücken oder Sie drücken einfach R und es wird einfach rotiert. Oder Sie sehen einfach, Sie sehen schon, wie es rotiert ist. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hier zu rotieren, wie Sie einfach wollen. Und von daher geht es einfach sehr, sehr simpel. Sie sehen schon. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hier oben, also in den 3 Möglichkeiten hat man, um von daher mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Und Sie können einfach hin und her bewegen, wie Sie einfach haben wollen. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.